An unseren Bächen bilden sich bei Frost filigrane Eisformationen. Schon früh im Jahr finden sich die Graureiher in ihrer Brutkolonie ein, besetzen die Nester oder bauen neue Nester. Die Kanadagänse suchen jetzt auch nach geeigneten Brutmöglichkeiten. Die ersten Frühblüher, wie die Buschwindröschen, bedecken an manchen Stellen den Waldboden. Die Graureiher finden sich jetzt zu Paaren zusammen und bauen ihre Nester. Das Prachtgefieder des Graureihers wird intensiv gepflegt. Mitte März betteln auf den ersten Horsten die Jungen um Futter.
Auch Kormorane haben sich in der Raya-Kolonie niedergelassen, um ihre Jungen aufzuziehen. Ein Graureiher hat hier eine junge Stockente erbeutet. Ob er die Stockente auch hinunterwürgen kann? Immer wieder wird die Ente mit dem starken Schnabel attackiert und unter Wasser getaucht. Unbeschadet, ohne an der großen Beute zu ersticken, hat der Reiher die Beute hinuntergewürgt. Thank you.
Die erwachsenen Nutrias brauchen allerdings das Schicksal der jungen Ente nicht zu befürchten. Mittlerweile füttern die Kormorane 4 nimmersatte Jungvögel. Ein Gebirgsstelzenpaar balzt und sammelt Nestmaterial. Die Gebirgsstelze ist ein typischer Bewohner unserer Mittelgebirgsbäche. Von der brütenden Gebirgsstelze sind lediglich die langen Schwanzfedern sichtbar. Ein Buntspecht auf Nahrungssuche. Das Eisvogelpaar füttert ihre Jungen in ihrer Höhle in der Uferböschung. Eine kurze Aufregung entstand am Eisvogelbrutplatz, als ein Eichhörnchen an der Böschung erschien. Anschließend ging dann der Fütterungsbetrieb weiter. In dieser Felswand bewacht ein Uhu seine Jungen in der Felshöhle.
An manchen Feldrainen findet man noch die Kornblume. Mit Freude entdecken wir, dass die jungen Eisvögel ihre Höhle verlassen haben und bereits nach Nahrung Ausschau halten. Bei den alten Eisvögeln beobachten wir wieder eine Balzfütterung. Die Familienplanung für die zweite Brut ist in vollem Gange. Ein Sperberweibchen hudert seine vier Jungen. Der Sperberterzel hat Beute gemacht und rupft diese auf dem Rupfplatz vor, um sie dann dem Weibchen zu übergeben. Das Weibchen füttert dann die Jungen. Das Weibchen hat die Beute übernommen und füttert die Jungen. Der Sperberterzel säubert sich von den Federn der letzten Beute. Die jungen Sperber sind nun ausgeflogen und halten sich gerne in dem alten Birnbaum auf und erwarten die Altvögel hier mit Beute. Auch bei starkem Regen sitzen die jungen Sperber ungeschützt auf dem alten Birnbaum.
Nach dem Regenschauer spreizen die Sperber ihr Gefieder, um es zu trocknen. Eine Ringeltaube. Nach dem Trocknen der Federn ist Gefiederpflege angesagt. Die Eichelhäher und Elstern hassen unablässig auf die jungen Sperber.
Eine Hohltaube. An warmen Sonnentagen sonnen sich die Laubfrösche auf diesen Brombeersträuchern. Eine Kreuzspinne mit eingewickelter Beute, die nun ausgesaugt wird.
Hier füttert und hudert ein Zwergtaucherpaar seine vier Jungen.
Im Oktober erfreuen wir uns nochmal an den bunten Farben der Natur.